Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge XXL Farm auf der Marchfelder Land mit dem Tigerfarm, der immer noch auf Kopf liegt. Das ist ohne meine Erlaubnis, der Aufnahmenstart. Jetzt komm! Muss mitarbeiten. Kommst du wirklich nicht hoch? Nein! Jetzt. So, jetzt habe ich genug Vorsprung. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge XXL Farm Marchfelder Land mit dem Tiger Farm. Und doch, wir boah, werden. Ich bin Täter hin und ich nicht. Wow. Ja, da muss man ein bisschen spielen. So, heute bleiben wir mal auf der Straße kommen. Auch der Tiger Farm nachher. Soll nicht immer hier. Wenn ich denn nochmal hochkomme? Ja. Okay, zweite links. Ja, jetzt stehe ich und da Anhängern hier nicht. Was ist das denn? Oh, Profi am Berg. Aber total. So, wir sind. Jetzt steht der Anhänger wieder und ich nicht. Was machst du denn, ey? Ja, ich weiß es selber nicht. Wir sind heute immer noch dabei, Stroh abzufahren von Feld 16. Und wir sollten den. Scheiße. Sagt man natürlich nicht. Piep. Ich glaube, ich bin jetzt schon. Ne, bin ich noch nicht. Was hatte ich vorhin gesagt? Sojamilch, ja. Das hat man im Auge behalten. Der ist gerade bei 4.500. Da war ein Baum im Weg. Ich komme hier einfach nicht mehr hoch. Jetzt stell dich mal nicht an. Jetzt bemühe dich doch. Ich bemühe mich. Es geht nicht. Zweimal mit Profis wäre besser, weil dann hätte ich einen auf Reserve. Wow. Du hast letzte Folge angefangen, hier wieder Stress zu machen. Also, das hast du davon. Mann. Brauchst du ein Tempo? Komm nicht drauf. Ich komm nicht. Ernsthaft? Dann geh mal raus da. Nein, komm mit dem Trecker her. Nee, gib mir den Traktor, ich stelle ihn dir hin. Das ist schon ein scheiß Fan, deshalb geht es nicht, jetzt weiß ich's. Ey, geh mal weg, geh mal raus da, du bist zu schwer. Hä, ich bin da nicht drin. Warum ach, wahrscheinlich wegen den Radgewichten oder so. Hat er alle Helfer ausgemacht, der hält, dass er echt langsam ist. Zack, da steht das Ding. Einmal. Ich bin gerade überlegen, war das mein Anhänger? Ich habe viel mehr ausgeladen wie du, oder nicht? Also bei mir steht er schon wieder. Schon fast ausgeladen. Voll. Ja, irgendwie funktioniert das mit den Tasten nicht. Bin immer gemutet. So, musst mich manuell entmuten. Bist du wenigstens jetzt in meinem Trecker? Ja. Okay. Ich wollte auch mal so schnell sein. Tja. Dafür brauchen wir unbedingt ein JCB, wie ich zuletzt mal gehört habe. JCB heißt es. Nein, ein JBC. Das ist ein JBC. Ein JBC. Ja, habe ich echt gehört. In irgendeinem Video war das. Da dachte ich mir auch, ja, du hast Ahnung. Einmal mit Profis, ganz ehrlich. So, wer noch nicht hat, gerne mal abonnieren und täglich 16 und 18 Uhr hier reinschauen. Und mich auch abonnieren, obwohl ich nicht Videos mache. Genau, Tigerfarm 34 unten verlinkt und Malonation LP auch unten verlinkt. Der kommt die nächsten Tage mal wieder dazu. Und mein Twitch-Kanal verlinkt.
Nee, mein, dein Twitch-Kanal habe ich bei mir nicht verlinkt. Warum nicht? Bezahlst du mich für deine Werbung, oder? Nein. Also. Fang an zu bezahlen, denn... Aber wenn die Leute schon meinen YouTube-Kanal abonnieren, dann können sie auch meinen Twitch-Kanal followen. Das könnten sie machen, wenn sie Bock haben. Wer die Mühe nicht scheut. Nur so als Tipp, ich heiße dann auch Tigerfarm-Partien. Warum eigentlich 3-4? Keine Ahnung. Ich sage immer 34. Ich dachte am Anfang, das wäre dein Alter. Ja, merkt man. Sowas. Jo, 16 Uhr RP, Real Farming. 18 Uhr, mach heller lachend. Exactement, Monsieur. Und gelegentlich auch Streams bei mir über Twitch. Bei mir vielleicht auch demnächst mal wieder einer. Ja, gell, du hast schon lange nicht mehr hier deinen Euro Truck Simulator. Also ich spiele mittlerweile nicht nur noch Eurotruck. Das muss ich schon sagen. Weißt du, was mal cool wäre? Was? Wenn du endlich bei der neuen Map mit testen würdest. Darauf habe ich keinen Bock. Erwischt. Was heißt da keinen Bock drauf? Ey, wir machen extra für uns eine eigene Karte fürs RP-Projekt und dann alle tun nichts. Ich finde das langweilig. Ich lieber Minecraft oder so. Warum? Du kannst auf der Map schon alles machen. Außer Produktion. Aber dafür die Produktion müssen wir halt mal einen Ressourcenstamm anlegen. Die Map ist fertig. Höfe sind gebaut. Den Händler gibt's. Die Verkaufspunkte gibt's. Warte mal, ich habe mal eine Frage. Ja. Wenn der Händler schon gebaut ist. Mhm. Hast du oder echt tot? Da, John Deere oder wie heißt. John Deere, wie heißt das andere? Glas. Nein. Auf jeden Fall John Deere. Hat Poster davon. Hä? Auf der neuen Karte, die wir bauen. Ja. Nein. Oder Deutsch war das noch. Nein, da hängt nur ein. Das ist ein Glasshop. Ja, gut. Ja, mehr nicht. Dann bin ich überzeugt. Dann ist gut. Die John Deere Bilder kommen noch. Nein. Also in dem Shop stehen halt ein paar Pappaufsteller von Glas. Die kommen wahrscheinlich noch raus, damit man innen den Verkaufsraum nutzen kann. Ja, das ist halt scheiße mit den Pappaufstellern. Sie sehen nur von einer bestimmten Sicht gut aus. Ja, deshalb kommen die raus. Die sind extra verbaut. Es hängen noch ein paar Bilder drin, da werden mit Sicherheit noch ein paar Bilder ersetzt werden. Aber, ja, es kann halt nicht immer nur Fendt drin stehen, also es muss ja Markenvielfalt. Ja, wenn dann Glas. Aber kein John Deere und Deutz. Es wird von allem ein bisschen was drin kommen sein. Nein, kein John Deere und kein Deutz. Du verkaufst ja auch die Fendt und die Deutz. Ja, verkaufe ich, aber ich möchte das nicht in meinem Shop stehen haben. Ist nicht dein Job. Du wirst enteignet. Okay, dann viel Spaß. Ich mache jetzt die alte 4 und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Papa. Tschüss. Papa. Was ist mit Papa? Papa. K-A-Papa. P-P-A. Nee, also man muss gucken. Man kann natürlich, also wir werden natürlich diese Map so bauen, wie wir uns die wünschen. Hä, hey, bist du schon voll? Mhm. Haha. Einmal mit Profis. Siehst du, wie schnell der JCB ist? Der JCB. 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 Wenn dann JBC. JBC. Mhm. Nein, wir bauen die Karte natürlich nach unseren Vorstellungen. Natürlich kannst du da auch sagen, das will ich nicht. Was auf jeden Fall hinkommt, ist von allen Marken oder von vielen Marken fahren. Nicht diese, von allen. Von allen Traktormarken. Nicht von John Deere und nicht von Deutz.
Aber sicher das. Na, weißt du, was das Gute ist? Du hast keine Ahnung von Modden, deshalb kannst du da auch nichts ändern. Ich hab ein bisschen Ahnung von Modden. Okay. Trotzdem. Doch. Also Fahnen kommt von den Standardherstellern, kommt schon hin. Nein! Doch! Nein! Wenn du jetzt neben mir sitzen würdest, würde ich dir Tempo anbieten. Wow. Was in den Shop reinkommt, da müsstest du halt mal auf die Karte kommen und die testen. Da könntest du überlegen, wo welche was hin soll und dann können wir zusammen gucken. Dann muss ich erst die Map downloaden. Ja, wäre halt mal notwendig, ja, klar. Aber weißt du was? Darauf habe ich keinen Bock. Denn in der Zeit könnte ich was anderes viel sinnvolleres machen. Minecraft spielen. Genau. Sehr sinnvoll. Also ich spiele Minecraft in letzter Zeit öfters als ETS. Das ist auch kein ETS zocken, sondern LS19. Nee, Minecraft. Ja, und was zockst du auf Minecraft? Ja, Survival, also Überleben. Alleine? Nein, auf dem Server. Sehr spahannend. Was? Sehr spahannend. Spannend, nicht. Klar ist das spannend. Ja, was macht ihr da? Ja, wenn du mal raufkommst, dann können ich dir das zeigen. Welche Version? Neueste, 1.14.4. Vanilla. Ja. Sehr spahannend. Nicht. Ja, wenn du willst, dann können wir zusammen ein Modded-Projekt zusammen machen. Wo soll ich denn das zeitlich unterbringen? Frag mich nicht. Okay, warte. Warte. Ich guck mal gerade den Kalender. Weißt du was? Ich habe eine gute Idee. Was? Wir machen eine Woche Marschfelder Land. Nee. Und eine Woche Minecraft. Oder immer Minecraft und Marschfelder Land immer im Wechsel. Nee. Nein? Nee. Nein? Ich mach eine Ansage. Ja, mach. Wir starten im Januar 2019 ist ja schon längst vorbei. Im Januar 2020, da haben wir ein bisschen Vorlaufzeit. Da starten wir wieder ein Minecraft-Projekt. Finde ich gut. Januar 2020 habe ich ein bisschen mehr Zeit. Da passt auch noch eine dritte Folge pro Tag rein. Das müsste hinhauen. Weißt du es jetzt schon oder was? Ja, ich weiß jetzt theoretisch schon, wie ich nächstes Jahr Dezember arbeite. Und wie arbeitest du da? Das habe ich mir noch nicht in meinen Kalender eingetragen. Das ist schlecht, das wollte ich jetzt wissen. Das kann dir einen Buckel runterrutschen, kann dir das. Nee. Oh, ich hätte gern mal einen Traktor, der schneller läuft hier. nee, also theoretisch wüsste ich es, wenn ich nachschaue. Aber das hat ja jetzt... im Januar weiß ich, da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Da kriege ich es hin, dass ich täglich 3 Folgen von irgendwas online bringe. Vielleicht müssen wir mal gucken. Und dann sehen wir weiter. Muss ja jetzt auch nicht immer jeden Tag sein. Wir können das ja auch etwas unregelmäßiger sein machen. Nee, ich habe da schon Bock auf eine Regelmäßigkeit. Dass man auch vorwärts kommt, dass da was passiert. Mhm. Ich glaube, ich bin falsch gefahren. Aber, ja, bist du. Aber, eine Sache ist, es dürfen nicht zu viele Mods sein. Warum? Weil sonst laggt es bei mir. Ja, was heißt denn nicht zu viele? Ja, muss ich dann sehen, wie es dann... Oh. Was das Legometer sagt. Ja, so ein Direwolf-Pack oder sowas? Bist du da schon an der Grenze? Ja. Das ist schon ziemlich schwierig. Oh mein Gott. Das ist ja katastrophal. Uiuiui, Alter, rutscht der!
Junge, was ist denn so am Rutschen? Ja, wenn du da mit 70 um die Ecke biegst. Ist ja wohl logisch. Warum sagst du mir das denn nicht, dass es so ist? Ja, ich dachte, du kannst fahren. Ist voll praktisch, dass ich so einen langsamen Traktor hab. Muss ich weniger arbeiten? Lass tauschen. Nee, du darfst ruhig mal Gas geben. Ich kann auch Tempomat auf 23 einstellen. Kannst du schauen, wie du daran Laune hast. Mir würde das nach einer Minute schon auf den Geist gehen. Ich glaub schon. Wir müssen mal gucken. Alter, rutscht der. Kann sein, dass das Gärreste-Dingens gleich voll ist, die BGA. Nein, kann nicht sein, weil über 3 Millionen Liter die Stroh, die da verarbeitet wurden, kann nicht sein. Ja? Sicher? Ich bin mir sicher, es kann nicht sein, Kappa. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Aber nee, ich glaube, das ist gerade schon wieder leer. Ja. Also der Durchsatz ist halt einfach gigantisch hier. Und in einer halben Stunde ist Mitternacht, dann kriegen wir auch wieder Kohle ran. Jo. Also wie ich sehe, hast du auch wieder 5 angemacht. Seit nur noch 5. Ja, schon lang. Seit du es in der letzten Folge gesagt hast. Wir nehmen ja wie immer, ihr wisst's, ein paar Folgen am Stück auf. Aber nach Mitternacht würde ich gern eigentlich mal schlafen gehen. Nein. Warum nicht? Ein bisschen Nachtarbeit machen. 24/7 durcharbeiten. Okay. Alter, kann der den Bagger draußen mal ein bisschen leiser bewegen? Nee, nur lauter. Ja, manchmal könnte man es annehmen. Ui, Alter, der rutscht wie Seife im Bad. Was? Ja, ist okay. Hä, warum bist du erst da, wo du bist? Warum bist du noch nicht beim Feld? Bist du schon vor einer Stunde losgefahren? Vor einer Stunde. Wahrscheinlich hat er wirklich ein Tempomat auf 23. Wenn. Was, auf 11? Mach doch direkt auf 0. Was denkst du, wie oft müssen wir noch hin und her gurken? 50.000 Mal. Nein, ernsthaft. Okay, 100.000 Mal. Ist ja gut, dass alle Fahrzeuge über mich gekauft sind. Mal aus Versehen den Fan verkaufen. Nein. Das darfst du nicht. Das ja, also dann guck mal ungefähr, wie viel Stroh liegt noch, wie viel Bahn unten. Also 20, 10 bis 20 Mal fahren. Circa. Jung. Brauchst du Kündigung, wirklich? Hä? 10 bis 20 Mal. Hä? Was? 10 bis 20 Mal zur BGA fahren. Also 1 bis 2 Millionen Stroh liegen da noch. Ja, halt 5 Mal. 5 bis 10 Mal. Was träumt er nachts? Von schnellen Fans oder was? Und dann wacht er auf, weil John Deere von hinten kommt. Eieiei. Wir fahren da vielleicht noch 4 Mal, mehr nicht. Ich bin nicht gut im Schätzen. Ja, man merkt's. Ja, irgendwie ganz schön langwierig das hier. Aber an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, nicht vergessen, abonnieren und liken und bei den anderen Folgen vorbeischauen. Und mir auf Twitch folgen und bei mir Abo dalassen.
So ein Abo-Schnorrer. Nein, kann nicht sein. Bis morgen. Haut rein, macht's gut. Tschüss.